willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir heute meine kleine Duftwelt. Ich habe ja gesagt, es ist einiges hier liegen geblieben. Deswegen sind es mehrere Pakete, weil ich die letzten Tage nichts gerochen habe. Und jetzt möchte ich die mit euch durchgehen. Als erstes habe ich ein kleines Paketchen. Und zwar hatte ich mal als Probe drin einen Duft. Moment. Und zwar war das der Cinnamon Caramel Swirl. Den habe ich drin gehabt als Probe und der Duft ist himmlisch. Glaubt mir, der ist himmlisch. Ich habe mir was ganz, ganz, ganz anderes darunter vorgestellt. Karamell ist eh immer, also zu 90% oder sagen wir mal 95% ist Karamell eklig. Und dann auch noch Zimt dazu und ich bin keine, die gern Zimt mag. Das kommt noch erschwerend dazu. Deswegen, diesen Duft hätte ich mir unter Garantie niemals im Leben bestellt. Niemals. Aber glaubt es mir. Glaubt es mir, dieser Duft ist der Knaller. Der Oberknaller. Oh. Die Frage ist, wie beschreibe ich euch den? Oh, der riecht gar nicht so. Also der riecht überhaupt gar nicht so. Weil normalerweise ist es ja ein Karamell-Zimt-Strudel sozusagen. Es hat schon eine karamellige Note. Aber wenn ich Karamell sage, denken alle an dieses eklige, toffee, salzige, komische, Maggi-mäßige, seltsame Karamell. Oh, und das hier ist einfach so ein richtig cremiger, richtig leckerer Karamell. Einfach. Oh. Also, ich untertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, für mich der weltbeste Karamellduft, den ich jemals gerochen habe. Und ich hatte schon von allen möglichen Duftfeen, eigentlich von allen Duftfeen hatte ich schon einen Karamellduft. Und der hier ist unvergleichlich, finde ich. Und dieser Zimt, das riecht man gar nicht so sehr als Zimt. Oh, also den hier, holt euch den echt. Der riecht so lecker, so cremig, so toll. Der kommt, glaube ich, nächsten Monat oder sowas kommt er in den Shop. Und wenn der reinkommt, dann deckt euch gut einer mit. Oder probiert ihn zumindest unbedingt aus. Das ist ein Wahnsinnsduft, wirklich. Glaubt mir, es ist ein Wahnsinnsduft. So, dann haben wir noch Vermont Honey Apple. Den habe ich auch einmal bestellt. Und zwar hatte ich den auch in einem Paket drin. Als Goodie. Und soll ich euch was sagen? Also der riecht gar nicht richtig nach Apfel oder so. Also man riecht den Apfel, aber das ist eher so ein Süßigkeitenapfel. Aber jetzt zu diesem Ding hier. In diesem Teil, in dieser Probe, habe ich gedacht, nee. Weil der riecht so ein bisschen wie roter Apfel. Ich weiß nicht, mit ein bisschen Zimt oder so irgendwie war es, keine Ahnung. Und ich dachte in dieser Probe, nee, geht gar nicht. Der ist in der Lampe wunderschön, der Duft. Und das ist gar kein richtiger Apfelduft. Riecht auch nicht wie so ein ekliger, komischer Honigduft. Habe ich auch schon ekliger gehabt. Viele eklige Honigdüfte. Und der riecht sehr, sehr toll. Glaubt es mir wirklich. Also deswegen habe ich mir da nochmal Nachschub geholt. So, dann geht es weiter mit meinem zweiten Paketchen. Und zwar, wie mache ich das jetzt am besten? Also wie gesagt, der kommt noch. Der ist jetzt nicht im Shop. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr sucht. Und Reich hat sie angeschrieben und habe gesagt, ich brauche den Duft unbedingt. Weil meiner ist jetzt gleich, also ist jetzt bald leer. Ich habe ein ganzes Bar davon als Dankeschön drin gehabt. Und der ist jetzt aber fast leer. Und deswegen, ich brauchte Nachschub. So. So sieht mein Paket dann aus. Wieder mit diesem Dankeschön-Aufkleber und mit dem Papierchen, mit dem hübschen Seidenpapierchen. So, und zwar fangen wir an mit Bananas and Fruits.
Was ich sagen wollte, das ist eine Sale-Bestellung gewesen. Nur mal so jetzt am Rande. Weil ich hatte nämlich gerade bestellt und dann kam der Sale. Und ich dachte, oh Kacke. Muss ich nochmal bestellen. Nochmal Versand. Hätte ich es gewusst. Aber so ist es halt manchmal. Der riecht sehr schön. Klar, man riecht die Banane, aber man riecht sehr stark die Früchte. Also die Banane ist nicht im Vordergrund. Das ist ein sehr, sehr schöner Duft. Den finde ich toll, den Bananas und Fruits. Also man riecht die Banane auf jeden Fall, aber bei vielen Bananas und Fruits habe ich auch schon andere Düfte gehabt. Ist es so, dass man die Banane eigentlich nur riecht und die Früchte gar nicht. Und hier ist es nicht so. Hier riecht man beides. So. Dann ist hier nochmal geröstetes Kokosträumchen. Das war nicht im Sale. Aber das wollte ich nochmal haben, weil ich hatte das nur in klein. Lecker, lecker. Wisst ihr, was ich nicht bestellt habe? Kuss der Kokosnuss oder so irgendwie. Meine Freundin sagte, der wäre so wunderschön, der Duft. Ich habe mir den nicht geholt. So, dann haben wir hier Vanilla Kaschmir. Ja. Also es ist eigentlich ein ganz schöner Kaschmirduft, muss ich sagen. Er riecht halt, wie Kaschmir riechen soll. Und diese Vanille riecht man und ist halt so eine cremige Vanille. Ist eigentlich ganz schön, der Duft. Ich muss aber sagen, vom Kaschmirgeruch her gefällt mir der von Hückeby etwas besser. Also den ich vorhin gerochen habe als der. Das ist eher so ein richtiger Kaschmirduft. Also wer so richtig auf Kaschmir steht, so ein richtig originaler Kaschmirduft, so wie man es kennt, der kann eher den dann nehmen. Also der andere, der roch von Hückeby etwas cremiger, den mag ich halt ein bisschen lieber, weil ich bin halt nicht so mit Kaschmir. So, dann haben wir hier Black Cherry. Den mag ich sehr gerne. Den habe ich schon oft von ihr gehabt. Boah, Moment. Boah, geht gar nicht auf. Also, ich muss sagen, der riecht in der Packung immer irgendwie so. Ich weiß nicht. Ich finde, dass der in der Packung immer ein bisschen komisch riecht, dieser Sherry. Aber in der Lampe, das ist ja die Hauptsache, da ist er sehr, sehr schön, finde ich. Und was ich dazu sagen muss, ich hatte den sogar in der Mini-Duftlampe von Sensi und mein ganzes Bad hat gerochen. Also, der ist stark, der Duft. So, dann geht's weiter. Und zwar mit Kaschmir and Silk. Dann haben wir nochmal Kaschmir. Ich will halt mal was anderes ausprobieren. Und vor allen Dingen, ich habe keine Bartdüfte mehr. Ich habe nichts mehr, was ich ins Bad machen kann, weil ihr seht es ja in meinen Videos. Food, 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 Food. Immer nur Food, Food. Ich brauche mal irgendwas für mein Badezimmer. Und ich dachte, im Sale, ich kann nichts falsch machen. Oh, aber der ist sehr schön. Oh. Oh, der riecht, wie eine wunderschöne Lotion, wirklich. Der riecht total toll, dieser Kaschmirduft. Und dann riecht er so ein bisschen cremig, leicht parfümig. Der ist sehr schön. Der ist wirklich sehr schön, der Duft. Also, ich muss sagen, dass der mir besser gefällt als dieser hier. Aber vielleicht ist das auch launenabhängig. Vielleicht ist es morgen wieder anders. Wobei der auch sehr schön ist. Also hier riecht man die Vanille auch sehr stark, muss ich sagen. Also sind beide eigentlich sehr schön. Falls es die noch gibt und die euch interessieren, könnt ihr ja gerne mal reingucken. So, dann haben wir hier Exotic Blooms. So von innen. Ah, der hat mich gleich an was erinnert. Moment. Muss erst hinten riechen. Ich muss überlegen. Der erinnert mich an einen Weichspüler. Der riecht blumig, aber auch ein bisschen fruchtig. Und der riecht ziemlich stark.
Jetzt weiß ich nicht, wie hieß der noch? Ich komme nicht drauf, aber er riecht sehr blumig. Total angenehm. Also stark ist der Duft, der ist stark. Das ist kein zarter Duft, aber er riecht super angenehm. Und blumig, frisch ein bisschen. Ein bisschen aquatisch ist der. Ein bisschen blumig, angenehm. Also der riecht sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Riecht sehr schön, der Duft. So. Dann haben wir hier Raspberry Lemonade. Eine Tafel. Oh, ich liebe sowas. Ist die nicht schön? Ich liebe einfach so Sachen. Oh, der ist auch sehr schön. Oh, der ist auch sehr, sehr schön. Der riecht wirklich so, wie es draufsteht. So riecht er wirklich. Also er ist sehr schön, der Duft. Und nicht zu süß. Also nicht zu süß. Der riecht sehr angenehm. So. Dann haben wir hier Apfel und Zimt. Ich habe hier auch noch eine Goodie-Tüte, aber ich hebe die bis zum Schluss auf. So. Ja, der ist ganz schön. Also, das ist ein schöner Apfelduft, kein aufdringlicher. Ich muss sagen, die hat wirklich sehr schöne Apfeldüfte, weil ich bin ja mit Apfel ganz schwierig. Ist so ein bisschen, ist ein süßer Apfel, sehr süßer Apfel. Riecht eher wie das Innere des Apfels, also nicht so wie diese Schale davon. Und die Zimtnote riecht man aber. Also das heißt, man muss Zimt mögen. Und er ist süßlich. Sehr schön, der Duft. So, dann haben wir Butter Rum Toffee. Den habe ich auch mal zum Probieren. Ich weiß nicht, ob ich es mag. Keine Ahnung, ob ich dachte. Also, bei diesem Duft muss ich euch ehrlich sagen, der ist für andere Leute mit Sicherheit super schön. Ich mag ihn nicht. Aber das hängt einfach damit zusammen. Also dieser Toffee, dieser Butter Toffee riecht super schön hier drin. Super, super schön. Aber es hat eine sehr starke Rumnote. Sehr, 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 sehr stark. Und da ich Probleme mit Alkoholdüften habe, ist das leider nicht meiner. Aber für jemanden, der Alkoholgeruch mag, wirklich, den könnt ihr holen. Der Toffee-Geruch ist super schön, gar nicht muggy, gar nicht wirklich lecker, cremig riecht er. Nur diese Rumnote ist sehr, sehr stark. Und das, ja, ist leider nicht meins. Aber ist nicht schlimm. Findet sich bestimmt jemand oder mal im Tauschi, wenn das jemand mag. So, dann habe ich hier Zimt und Zucker. Da konnte ich mir ehrlich gesagt nichts drunter vorstellen. So richtig, weil ich dachte ja, gut, Zimt und Zucker in der Duftlampe. Oh! Oh nein, bitte nicht, Mann! Der riecht doch schon wieder ganz anders. Ach Mann, ey, jetzt habe ich nur einen geholt, weil ich dachte, den finde ich doch eh kacke. Ah, jetzt ärgere ich mich, Mensch. Der riecht wie Vanillemilch. Och, Mano. Also man riecht hier vorne den Zimt. Aber die Zimtnote ist jetzt nicht so mega stark. Also, ach, kacke. Sorry. Aber der riecht wie Vanillemilch. Und ich mag doch das gerne, sowas. Och, Mano. Also der riecht wie Vanillemilch mit Zimt und mit etwas Zimt und süßlich halt. Ach Mensch. Der ist schön, der Duft. So, dann haben wir hier Sweet Berry Cream. Ich mag keine Bärendüfte, ich bestelle sie trotzdem immer wieder. Vielleicht ist ja mal irgendwann einer dabei, wo ich sage, mega. Also, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, das Video davor gucken. Nee, das Video davor. Da habe ich Wohlfühlmomente. Da sind zwei Bärendüfte dabei, deswegen bestelle ich die auch immer wieder.
Da sind zwei Bärendüfte dabei. Unfassbar gut. Unfassbar gut. Also, ich muss euch sagen, Sweet Berry Cream. Also, der riecht sehr stark cremig. Deswegen habe ich gesagt Berry, weil diese Beere ist sehr schwach. Dadurch, dass, also der Duft ist nicht schwach, aber die Beere ist sehr schwach. Dadurch, dass der dieses Creamy ist sehr viel drin. Ist aber auch ein schöner Duft. Riecht süß, bärig, aber mit sehr, sehr viel Creme. Sehr, sehr viel Creme. So riecht er. Eher Süßigkeitenrichtung. Nicht in eine echte Richtung. Also so, wie es echt riecht. So, und jetzt kommt die Tüte. Ich liebe einfach Goodie-Tüten. Liebe Duftfeen, die das machen. Diese Goodie-Tüte. Ihr seid so große Schätze. Ehrlich, weil ich finde, dass das so viel schöner ist, so eine Tüte, als es einfach nur so reingeschmissen. Also ich finde es richtig, richtig toll. So, jetzt kommen wir zu den Goodies da drin. Und zwar geht's los mit Zuckerwatte. Den habe ich schon mal gehabt. Ich rieche aber gerne nochmal für euch dran. Ja, der hat einen schönen Zuckerwattengeruch. Es riecht wirklich wie Zuckerwatte, aber für mich riecht das, als wäre da ein bisschen Marshmallow drin, so in diese Richtung. Aber ein sehr, sehr schöner und nicht übersüß. Also ich mag den gerne. So. Dann haben wir Chocolate Chip Cookie. Ich meine, den hatte ich schon von ihr. Der ist, glaube ich, aus dem Basissortiment gewesen. Also quasi aus dem normalen Sortiment. Kein Sale und nichts. Der ist auch sehr schön. Am Anfang, wo ich den das erste Mal gerochen habe, habe ich gedacht, hey, hat der eine muffige Note. Aber das ist nicht in der Lampe oder so. Also wenn ihr den riecht und denkt, der hat so minimal was Muffiges irgendwie. Also ich weiß nicht, so war das zumindest bei mir, wo ich den das erste Mal gerochen habe. Aber der ist in der Lampe wirklich sehr, sehr schön. So, dann haben wir hier Sweet Pipe Tobacco. Okay, kenne ich nicht. Hatte ich noch nicht. Habe ich den gelesen? Da war irgendein Duft im Sale, glaube ich. Hä, den habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. Der riecht gut. So, und da sind wir schon beim Problem, weil ich kann euch nicht sagen, nach was der genau riecht. Also da bin ich echt irritiert hier von dem Duft, weil der ist eigentlich sehr schön. Und den hätte ich mir mal gar nicht bestellt. Also den hätte ich mir nicht bestellt. So, dann haben wir hier ein Päckchen Gummibärchen. Und Sparkling Clean. Den kenne ich schon. Den mag ich sehr gerne. Den habe ich gerne im Bad an. Diesen Duft. Oh, der ist wirklich schön. Und der ist, finde ich, sehr, sehr schwierig zu beschreiben, weil, und wenn man das hört, Sparkling Clean, stellt man sich was ganz anderes drunter vor. Der riecht was zwischen fruchtig, frisch, blumig, süßlich, weichspülermäßig. Irgendwas so als gesamtes Paket. Wunder, wunder, wunderschöner Duft. Glaubt mir, auch wenn ihr so Weichspülerdüfte nicht mögt oder so, das ist, ich finde, dass das so ein Allround-Duft ist, der jedem gefallen könnte. Wirklich. Also, gerade ich bin ja so schwierig mit meinen Apfel. Ich mag keinen Zimt eigentlich. Ich mag eigentlich keinen Apfel. Und ich habe auch mit Beerendüfte Probleme. So Brotbackdüfte mag ich eigentlich auch nicht so gerne. Kaffee bin ich auch ganz schwierig. Also, ich bin wirklich, was Düfte betrifft, ich mache ja öfters mal Tauschpakete. Die Leute sagen, ja, schick mir einfach irgendwas. Ich mag eigentlich alles außer Zimt und du so. Und
Mir ist das immer völlig unangenehm, weil ich jetzt sagen muss, ja, ich mag das nicht und dies nicht und jenes nicht und das nicht und das geht auf keinen Fall und dies auch nicht und jenes nicht. Und dann fragen die mich schon immer, darf es irgendwas mit Kirsche sein oder so? Also ich bin wirklich, glaubt's mir, sowas von schwierig. Und wenn ich sage, ein Duft ist wunderschön und das ist der, der ist wunder, wunder, wunderschön. Also den könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr ihn nicht kennt. Das ist ein wunder, 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 wunderschöner Duft. Fürs Bad, aber auch, also den kann man auch in der Wohnung düfteln oder so. Das ist jetzt kein reiner Badduft. Der ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Ja, so, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Paket. Ich muss mal den Krams hier wegpacken, weil da ist ja noch eins. Ich sagte ja, es sind drei Pakete. So. Dann kommen wir noch zum letzten. Und zwar, eigentlich brauche ich euch nicht von innen zeigen, mache ich jetzt aber trotzdem. So, wieder. Oh, da ist auch wieder eine Goodie-Tüte drin. So, und zwar ist das die Bestellung von meiner Mutsch. Wir haben da einmal Angel Rings. Ich glaube, den habe ich schon mal beschrieben gehabt. Der ist auch so schön. Der geht auch wieder in so eine kuschelige Weichspüler-Richtung, aber süßlich ist der. Und so ein bisschen parfümig. Also der ist auch parfümig, aber angenehm, ganz zart parfümig. Ihr kennt ja so aufdringliche Parfums und das ist hier nicht. Der ist gar nicht aufdringlich. Ganz, ganz, ganz schöner Duft. So, dann haben wir hier Pinky Sugar. Den hatte ich auch schon mal beschrieben in einem anderen Video. Deswegen beschreibe ich den jetzt hier nicht groß. Dann haben wir Zimt und Zucker. Den habe ich euch vorhin beschrieben schon. Dann haben wir hier Shimmering Snowflakes. Hat die Mutsch bestellt. Das war letztes Jahr. Ja, und der riecht nach Minze. Also so eine, nicht eine Minze, sondern eher so Peppermint-Richtung, eine süße Peppermint-Richtung. So würde ich den beschreiben. Eigentlich auch ein sehr schöner Duft. So. Dann haben wir hier Daisy. Den hatte ich als Probe drin in meinem Paket. Und da sagte meine Mama, boah, der ist ja mal geil. Also, deswegen ist er jetzt in ihrem Paket drin hier. Der ist wirklich schöner Duft. Den könnt ihr euch holen. Kennt ihr das Parfum Daisy? Und das riecht eigentlich fast identisch. Und es riecht so angenehm. Es ist also von der Duftintensität riecht es so angenehm. So gut, wirklich. So, dann haben wir hier noch geröstetes Kokosträumchen. Das hat nämlich meiner Mama auch super, super gut gefallen. Das wollte sie unbedingt haben. Dann haben wir hier Sweet Dream. Da weiß ich gar nicht, hatte ich euch den vorgestellt beim letzten Mal? Der fokussiert gerade nicht. Ich weiß es gar nicht, ob ich euch den vorgestellt hatte. Aber der ist auch schön. Oh. Oh, der riecht so richtig futig, vanillig. Wie Keksteig bisschen. Der ist lecker. Der ist lecker, den könnt ihr euch auch holen. So, also wenn ihr Food mögt. So, dann haben wir hier erstmal den letzten. Sweet Kiss heißt der. Sieht so aus. Wollen wir ihn noch zeigen? Sehr schön gemacht. Oh, der ist schön. Oh, der ist schön. Also, der riecht wirklich so ein bisschen wie eine Süßigkeit. Also nicht übersüßt. Er riecht nach Himbeeren. Ja, er riecht nach Himbeeren. So ein bisschen süßigkeitenmäßig. Er riecht ein bisschen cremig, vanillig. Und ich meine, das ist so eine ganz, ganz, ganz zarte Minznote. Ja.
Eine ganz, ganz zarte Minznote hatte. Also der riecht nicht schlecht. Riecht wirklich ganz gut. So, dann kommen wir zu der Goodie-Tüte. Also ich hätte mir so sehr gewünscht, dass ich den Kuss der Kokosnuss, den hätte ich gern gerochen. Aber der ist bestimmt nicht drin. So, wir haben hier Apfelblüte. Ich glaube, den hatte ich schon. Wie heißt denn der andere mit der Blüte? Den habe ich unten im Bad öfters mal drin. Der ist auch sehr schön. Der heißt aber nicht Apfelblüte. Das ist so ein pinkes Wachs. Heißt auch irgendwas mit Blüte. Oh, der riecht aber toll. Oh, so weiß, also wie soll ich euch das sagen? So stelle ich mir Apfeldüfte vor, so wie ihre. Es gibt so ekelhafte Apfeldüfte. Warum können so viele Duftfeen das nicht? Oh, wenn ihr auch so ein Problem mit Apfeldüften habt und nicht die richtigen findet, dann guckt bei ihr vorbei. Wirklich, holt euch die. Oh, der riecht so schön. Da steht Apfelblüte, aber der riecht gar nicht so sehr nach Blüte oder so. Der riecht wie ein richtig schöner, saftiger, roter Apfel. Und wieder nicht dieses Außen, dieses bittere, komische, was so seltsam riecht, sondern dieses, wie dieses richtig vom roten Apfel, dieses Innere, dieses richtig saftige, süße Apfel. Ah, so in diese Richtung geht der. Oh, und das liebe ich an ihren Apfeldüften. Echt, deswegen bestelle ich die öfters mal bei ihr, weil sonst kann ich es überall anderswo, kann ich es vergessen mit Apfeldüften. Die sind eigentlich meistens eklig. Ich habe nachher noch einen von Iceflower. Im Iceflower-Paket habe ich einen mit Apfel, aber ich glaube, das wird nichts. Also, meiner Erfahrung nach, aber ich probiere es halt immer mal wieder. So, dann haben wir hier Cashmere Patel. Ja, der riecht wie so ein richtiger Kaschmirduft, aber ich muss euch ehrlich sagen, Leute, die auf Kaschmir stehen, werden den bestimmt ganz, ganz, ganz toll finden. Ich finde, dass die immer so einen Oma-Touch haben, wie so eine Oma-Seife. Mag ich nicht so gern. Also für mich ist der nichts, für andere, die finden den bestimmt unfassbar schön. Aber ja, ist halt jetzt nicht so meins. So, und dann haben wir einmal Gummibärchen. Und noch eins, und zwar So Cuddly and So Soft Flannel. So cuddly, so kuschelig. Mal schauen. Achso, ich habe euch hier noch gar nicht gezeigt, ne? So schaut er aus. Ich finde auch die Menge der Goodies richtig gut, weil die meisten nehmen ja zwei Würfel. Die meisten nehmen ja zwei Würfel und es ist optimal hier. Ja, also erst hier hat er mega schön drin gerochen. Also, als allererstes, das ist ein stärkerer Weichspülerduft. Ein stärkerer Weichspülerduft, der aber so ein bisschen in Richtung Entspannungsduft geht. Also ich würde sagen, das ist eher so ein orientalischer Weichspülerduft. Gibt's ja so welche. Kennt ihr davon? Wie heißt er denn noch? Oh, Leute, mein Mann, der kauft seit bestimmt einem halben Jahr immer den Weichspüler. Seitdem, ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Weichspülermarken heißen. Lenore. Lenore. Die haben doch da so welche, die so orientalisch, so in diese Richtung, würde ich sagen, geht der. Ja, also richtig schöne Sachen waren da dabei, wirklich schöne Sachen. Vielen lieben Dank für die Goodies, falls du das siehst. das nächste Mal muss ich diesen Kuss der Kokosnuss unbedingt mitbestellen. Also meine Freundin sagte, er wäre der Wahnsinn, dieser Duft. Und ich habe den leider nicht bestellt. Aber beim nächsten Mal dann. Ja, genau. So,
Dann vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr wieder dabei wart. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's euch gemütlich und bis dann. Bye bye.